Hallöchen, ihr Blechverliebten. Ich habe in einigen Videos wieder coole Kommentare von euch bekommen. Und da war wieder was super Interessantes, was super Lustiges vor allem. Und es geht diesmal um Razer in Palm City und um Razers Story an sich. Aber nochmal kurz zur Auffrischung. Wer ist überhaupt Razer? Razer war der Typ, der uns in Most Wanted damals das Auto abgeluxt hat. Er war Blacklist 15, war nicht gut genug, um weiter hochzukommen. Deswegen hat er unseren BMW M3 GTR manipuliert und ihn somit in einem Pinkslip-Rennen bzw. Fahrzeugscheinrennen oder Fahrzeugbriefrennen, wie man es jetzt auch nennen will, unseren Wagen gewonnen, da er, wie gesagt, unseren Wagen manipuliert hat und wir das Rennen nicht beenden konnten. Damit hat er sich an Platz 1 hochgekämpft, der Blacklist, und ja, wir mussten unser Auto wiederholen. Aber hier nochmal eine Kurzbeschreibung zu Razer aus dem Game. Also Razer hat sich mit deiner Karre an die Spitze der Blacklist katapultiert. Seitdem führt er sich auf, als würde die Straßen von Rockport ihm gehören. Er tut alles, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Er würde sich sogar mit dir anlegen. Aber denk dran, du kannst diesem Typen nicht trauen. Ja, haben wir ja gemerkt am Anfang, als er unseren Wagen manipuliert hat. Ja, wie läuft deine Karre? Erst hol ich mir deine Karre, dann hol ich mir deine Kleine. Schärf dir das gut ein. Das auf jeden Fall ist Razer. Und wie kommt man jetzt dazu, den mit Palm City in Verbindung zu bringen? Das ist eine ganz lustige Sache. Und zwar gibt es in Palm City natürlich einen Knast. Diese komische Gegend, wo wir schon mal waren in einem bestimmten Video. Und das heißt zufällig Callahan. Razer heißt mit Vollnamen ja Clarence Callahan, wenn das jetzt richtig ausgesprochen ist. Also trägt das Gefängnis im Grunde seinen Nachnamen, was jetzt interessant ist. So. Vermutung 1, beziehungsweise wir stellen jetzt mal ein paar Theorien und doofe Ideen auf. Ihr kennt mich ja, ne? Ich liebe es ja so komisch zu labern, hier irgendwelche Sachen auszudenken, Stories und so. Also, eine Möglichkeit wäre, dass vielleicht der Vater von Razer so ein Gerechtigkeitstyp ist, bei der Polizei arbeitet und da ein ganz großes Tier damals war und dieses Gefängnis erbaut hat und geleitet hat. Und Razer einfach so der Typ war, nee, das will ich alles nicht, und ist in die illegale Street-Szene gerutscht und dies, das und dies. Das ist natürlich extrem weit hergeholt, diese Theorie. Und deswegen lassen wir es auch direkt mal sein, war nur so eine blöde Idee. Eine andere Sache wäre, war Razer vielleicht hier inhaftiert? Wir wissen ja, dass Razer verhaftet wurde am Ende von Most Wanted. Er wollte uns ja das Auto nicht zurückgeben, den M3, den wir ja fair gewonnen haben. Dann ist ja Mia eingeschritten und hat den zu Boden geboxt da, ey. Also richtig Disrespect, der arme Junge. Der hat richtig kassiert von der Dame. Ja, das war es auf jeden Fall für ihn. Und dann muss er ja irgendwo gelandet sein. Es gibt natürlich die Theorie, dass Razer auch entkommen ist damals noch, dass er irgendwie geschafft hat, noch zu entkommen, weil die Polizei war durch Cross ja extrem, ja, aufgebraust oder was weiß ich, auf jeden Fall komplett Eskalation war ja damals, weil Cross ist total ausgerastet, weil wir entkommen sind, wollte das wirklich alle hinter uns her sind, die ganze Polizei und so weiter. Und in dem Tumult kann es natürlich gewesen sein, dass Razer irgendwie geschafft hat zu entkommen oder was. Klar, vielleicht in Handschellen oder so, aber weiß ich nicht. Das ist nur eine Theorie, die kann man nicht bestätigen. Und ja, die andere Möglichkeit wäre halt, dass er, wie gesagt, normal verhaftet wurde und dort in das Gefängnis gekommen ist und da seine Zeit absitzen musste. Okay, gibt's jetzt auch keine Bestätigung. Wäre ein lustiger Zufall für ihn, dass er im Gefängnis seines Vaters landet, so, wenn man die andere Theorie jetzt mit dabei nimmt. Und ja, das kann aber auch natürlich seitens des Entwicklers von Ghost oder so eine Anspielung sein. Vielleicht erwartet uns irgendwas in Form von Razer nochmal in näherer Zukunft, vielleicht in einem Update oder so weit. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schon lustig, oder ist es einfach nur so ein Gimmick, einfach so ein kleiner Just for Fun, komm in den Knast, einfach so wie den Protagonisten oder Antagonisten, genau, Antagonisten von Most Wanted. Das kann natürlich auch sein. Dann kann man sich natürlich noch eine Story ausdenken. Ihr kennt mich ja, also ich glaube, als Storywriter wäre ich bei Need for Speed gut aufgehoben, zumindest was Ideen angeht. Aber dann gibt es noch eine Möglichkeit. Klar, Razer war da inhaftiert. Wir wissen ja, das Gefängnis ist ja nicht mehr in Betrieb. Das ist total abgewrackt, alles verwuchert und so. Und dann ist ja ganz interessant, dass es da viele Wände gibt auch, die einfach zerstört sind. Warum sind die zerstört? Jetzt kommen wir so ein bisschen auf die Fast and Furious Schiene. Was wäre, wenn
Razer damals ausgebrochen ist, wenn irgendwie eine Crew von denen oder so, vielleicht hier Ronnie und so, vielleicht hatten die nicht so extreme Haftstrafen, keine Ahnung, oder sonst was, oder vielleicht wurden ja auch nicht alle Blacklist-Fahrer erwischt, man weiß es ja nicht, es hieß zwar, die Blacklist ist Geschichte in Rockport, klar, aber ob jetzt auch wirklich alle Fahrer erwischt wurden, wissen wir ja nicht, weil die sind ja am Ende auch alle weggerannt zu ihren Autos, vielleicht hat es ein oder andere auch geschafft zu entkommen, weil der Fokus lag ja auf uns im M3 GTR, die haben uns alle gejagt, da hatten die anderen natürlich die Chance zu entkommen noch irgendwie, weil die einfach keine Priorität hatten. Vielleicht sind da der ein oder andere gekommen oder Grazer hat noch eine größere Crew irgendwo, ich habe keine Ahnung. Weil die Wände sind alle zerstört und jetzt kann es natürlich sein, dass man dem geholfen hat auszubrechen, weil wer weiß, was der so alles verzapft hat, der Junge, vielleicht hat er auch lebenslänglich bekommen oder so. Und dann ging das da los, ein Plan wurde geschmiedet, dies, das, mit dicken SUVs, was weiß ich, Dodge Rams oder Ford Raptors haben sie da die Wände eingerissen im Fast and Furious Style und den da irgendwie rausgeholt, keine Ahnung, da kann man sich natürlich die buntesten Geschichten rausdenken, da könnte man fast schon einen Film draus machen. Und ja, so könnte sich da zum Beispiel etwas abgespielt haben, weil wie gesagt, die Wege sind da so matschig, als wenn da echt viel los war, dicke Autos durchgefahren sind, keine Ahnung, weil einfach so stürzt ja eine Wand nicht ein. Da muss ja irgendwie was passiert sein. Ne? Dieses Gefängnis ist schon interessant an sich. Ne? Weil wenn so ein Gefängnis stillgelegt wird, dann reißt man ja nicht mal eben so random ein paar Wände ein, ein paar verschiedene. Ja, keine Ahnung. Es kann ja dann auch sein, dass nach diesem Einbruch halt das alles nicht mehr sicher eingestuft wurde, der Vater, der ist jetzt erfunden, wie gesagt, der Vater von Razer oder wer auch immer dann da der leitende Obermaat, was weiß ich was war, wurde gesagt, ja, das geht gar nicht hier, die berüchtigsten Racer der Welt sind da irgendwie entkommen oder von Rockport oder was, vielleicht Sergeant Cross hat sich nur eingeschaltet, das ist unter aller Sau hier, das geht ja gar nicht, das Gefängnis hier hat keinen Sinn mehr, das wird stillgelegt, bam. Also wurde es vernachlässigt, einfach stillgelegt, wie gesagt, und ist dann mit der Zeit halt so verwittert, wie wir es jetzt kennen. Könnt ihr ja gerne mal hinfahren und euch ein bisschen umschauen. Klar, die Menge macht's, ne? Vielleicht findet ihr ja irgendwo einen kleinen, dezenten Hinweis noch, den ich wieder nicht gesehen habe. Das mit den Kellern ist mir auch im ersten Moment gar nicht eingefallen. Deswegen danke nochmal dafür, eure Kommentare. Wie gesagt, ich antworte nicht auf jeden Kommentar oder so. Das mache ich auch nicht mit Absicht. Das ist einfach, es sind halt viele Kommentare. Ne? Es sind ja nicht nur die einzelnen Videos. Ich kriege ja unter jedem Video irgendwie mal neue Kommentare. Das ist immer die Masse halt. Ne? Da gucke ich mal ab und zu, picke ich mir welche raus. Da antworte ich drauf oder gebe ein Herz. Aber die meisten Kommentare sehe ich halt trotzdem und lese mir auch durch. Und solche Kommentare halt feiere ich. Die geben mir Stoff für neue Videos. Das hier zum Beispiel ist auch meiner Meinung nach echt interessant, diese Anspielung. Kann, wie gesagt, einfach nur ein Spaß von den Entwicklern sein. Aber, wie gesagt, mit ein bisschen Fantasie können wir aus jedem kleinen Scheiß eine richtig schöne Story machen. Und ja, so viel dazu. Also, was ist dann passiert? Razer ist vielleicht ausgebrochen oder so, keine Ahnung. Wo ist Razer jetzt? Hat er noch seinen alten Mustang oder hat er einen neuen Mustang? Man weiß es nicht. Dazu kommt ja noch, Darius zum Beispiel ist damals entkommen. Wer weiß, vielleicht hat auch Darius da irgendwas in die Wege geleitet. Hat sich ein bisschen schlau gemacht. Wo kam eigentlich dieser BMW her, den er am Anfang von Carbon hatte? Müsste ihn ja auch gewundert haben, weil wenn wir die Story so nehmen, dass der BMW dem Darius eigentlich gar nicht gehört hat, sondern nur die Supra oder der Supra, wie auch immer, dann müsste er sich auch fragen, der hat schon einen krassen Wagen gehabt, dies, das. Und vielleicht hat er da auch ein bisschen nachgeforscht nebenbei noch. Und hat herausgefunden, ja, da gab es so einen Typen namens Razer. Cross war da ja auch involviert, den kennt er ja. Und dann hat er halt irgendwie nachgeforscht und wollte sich vielleicht im Nachhinein noch rächen. Natürlich, weil er hat uns seinen speziellen Audi R8 Le Mans Edition an uns verloren. Das war ja auch kein Standard R8 oder so. Le Mans Edition ist ja auch schon so eine Sonderfabrikation, sag ich mal. War einfach stinkend sauer, weil Darius ist ja nicht verhaftet worden oder sonst was. Der ist am Ende in diesen Jaguar eingestiegen und dann weg. War er einfach weg, wir haben nichts mehr von ihm gehört. Vielleicht hat er da irgendwie so einen Hass entwickelt, dass er wirklich so extrem geworden ist und wirklich die Razer aus dem Knast geholt hat. Die Mittel hat er ja dazu. Ich meine, Darius sah jetzt nicht so aus, als hätte der alles verloren. Klar, er hat sein Auto verloren, aber ich denke mal, in all der Zeit, wo der da aktiv war, seitdem wir da geflüchtet waren, hat er bestimmt eine Menge Kohle gescheffelt. Die Mittel hätte er wahrscheinlich also gehabt. Und man weiß ja auch, dass er vor nichts irgendwie scheut. Der macht ja auch echt alles, was nötig ist, um seinen Vorteil zu bekommen. Vielleicht ist Darius damit involviert. Daraus könnte man natürlich jetzt eine Story flechten, sag ich mal. Wie gesagt, also es ist immer wieder geil. Der M3 GTR an sich hat eine Story und hat auch Potenzial für neue Stories. Dann nimmt man jetzt den Knast mit Razer zusammen und Darius vielleicht noch. Pff,
wer weiß, dieser Caleb aus Underground 2 war ja auch kein unbeschriebenes Blatt. Das war ja auch schon so ein Gangster. Der ist vielleicht auch in einem Knast da irgendwo gelandet, wer weiß. Wie gesagt, man könnte aus dem ganzen Kram wieder eine richtig geile Story schon wieder machen. Auch wenn sie jetzt von mir frei erfunden ist alles. Na klar, nicht alles, aber halt so das Thema Knast jetzt. Oder dass es da von seinem Vater gewesen wäre, was weiß ich. Ne, wird ja passen, der Sohn irgendwie da, der einfach nicht hören wollte und so kriminell geworden ist und dann der große Polizeivater, bla bla bla. Das ist alles Filmstoff, Alter. Das wär's mal wieder. Ja. Wie gesagt, ich könnte da wieder Stunden drüber labern, haben wir wieder ein neues Thema für den Livestream, ey. Wenn wir mal live sind und ihr Bock drauf habt, drüber zu quatschen, quatscht mich einfach im Streamer an, wenn es gerade passt, ey, dann kann man da richtig schön philosophieren die ganze Zeit. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei den Boys nochmal oder Mädels, die mir diese Kommentare wieder rausgehauen haben. War wieder mal ein richtig geiles Gesprächsthema jetzt. Und ja, was haltet ihr davon? Was meint ihr, könnte da passiert sein? Warum heißt der Knast da Callahan? Könnte es wirklich so sein, dass der Razor einen Vater hatte, der da so eine große Nummer war und nachdem halt das Gefängnis benannt wurde oder so? Wie steht es in Verbindung mit den Stories? Könnte man da was verbinden? Wie erklärt ihr euch die zerstörten Wände? Könnte da sowas vorgefallen sein, wie ich gerade meinte, so ein Fast and Furious Style, dass vielleicht Darius da irgendwas organisiert hat mit dicken, fetten Jeeps und was weiß ich für Autos, um die Wände zu durchbrechen und keine Ahnung, ne? Also kann man auf jeden Fall eine ganze Menge sich zu ausdenken, eine ganze Menge interessante Sachen. Mann, ich könnte ein Drehbuch zu Need for Speed schreiben, habe ich manchmal das Gefühl. Also mir fallen da immer Sachen ein, ey, dann schütteln manche vielleicht den Kopf. Okay, dann war es das an der Stelle wieder. Wenn euch die Story hier gefallen hat, lasst ein Like da. Ne? Vielen Dank für euren Support, abonniert und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht habt. Viele haben das noch nicht, mal Großteil meiner Zuschauer sind keine Abonnenten, aber das ist irgendwie eine weit verbreitete Krankheit hier auf YouTube, habe ich das Gefühl. Naja, also dann. Würde ich sagen, wie gesagt, Like und eure Ideen und Meinungen in die Kommentare mal wieder. Und vielleicht ist ja wieder was Interessantes dabei, worüber ich ein neues Video machen kann. An der Stelle dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Du konntest es wohl einfach nicht lassen, oder? Wir haben eine Menge Kohle gemacht und du bist jetzt sauber. Was willst du noch mehr? Weißt du, die Sache ist heißer, als ich es für möglich gehalten habe und ich muss dich leider in Zahlung geben. Die Stadt gehört mir und es wird Zeit, dass du wieder abhaust. Ich heiße Cross.